So Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Kirby und das magische Garn. Im letzten Part haben wir das erste Level der Kosmonaut erledigt und haben Bitte Peters Rauflust befriedigt. Und wir gehen jetzt nach Stromhausen. Und hier wird alles bei Strom sein, das kann ich schon mal sagen. Spoiler. So, wie man sehen kann, Musik. Ah, wollte schon sagen. Die Musik erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht genau was. So. Moment, da will ich nochmal durch. So. Jetzt. So. Ah. Okay. Und schnell hoch. Den lasse ich schnell in Ruhe. Oder? Ja. Moment, nee. So. Ah. Dafür war das also. Wir finden eine Digitaluhr. Von dieser Uhr kann man die Zeit auch ablesen, wenn das Licht aus ist. Das ist sehr schön, wie ich finde. Whee! Oh. Und... Ups. Kirby. Warum triffst du nicht? So. Aktivieren und... Schnell rüber. Alles einsammeln, bevor ich getroffen werde. Wie im letzten Part, ne? Ja, ich war auch ein bisschen doof da, ne? Ich muss ja unbedingt da nach unten springen. Ansonsten hätte ich wenigstens noch Gold gekriegt, aber naja. Kann man jetzt auch nicht ändern. So. Heranziehen, hier ist nur kein Strom. Wow. Oh, ich hätte den Gegner gebraucht, oder? Oh. Wow. Ausweichen. Schade. Naja. Solange kein Schatz war. So. Ah, genau so war das. Moment. Wow. Geh weg. Hey. Und zwar müssen wir jetzt diese Schlange da, diesen Steckerschlange, in den in die Steckdose reinzwirbeln. Und. Ich lerne es nie, oder? Ich lerne es nie. Oh, Mann, bin ich doof. Mann! Ja, yeah, Tetris-Blöcke. So. So, jetzt reicht's mir. Ich sammle jetzt alle Perlen ein. Einfach, weil ich es kann. So, komm. Danke. Da. Perlen. Red Bucket, ja. Oh, yeah. So. Runter. Wow. Wow. Ein Spucktyp. Erwischt. Oh. Döp. So. Döp. Ah, da, okay. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich muss mich hier fallen lassen, ja. So, los, jetzt. Nee, hä? Wie komme ich da hin? Okay, so, ja. Genau, jetzt hier warten auf dich. Sehr gut. Und hier hinten ist der Schatz Nummer 2. Die CD. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Das wäre nicht gut. So, ja, komm. Ah, hier komme ich nicht vorbei, weil der Stecker steckt. Ja, der Stecker steckt. So. Ja, ich komme nicht weiter. Oh. So. Erstmal hier alles einsammeln, was geht. Sehr gut. Ich nehme ihn mal schnell weg. Wow. So. Dann müssen wir jetzt den Stecker rausziehen. Und die, ich nenne sie mal Schlange, wieder hier hin reinstöpseln, damit wir da nach oben kommen. Oh, das klappt so, ja. Oder so. Sehr gut. Dann wieder rausziehen. Und das Ganze nochmal von vorne. Aber diesmal hier. Los, komm hoch. Brav, Stecker. Verdammt. Na. Ja, sehr gut. So, jetzt komme ich auch hier hin. Super. Jetzt darf ich wieder ein bisschen warten, egal. Nee, nicht auf den. Sondern auf... Okay, gut, ich muss auch noch unten. Dann halt nicht.
Da ist noch was, da will ich lang. So, lass mich mal fallen, danke. Nee, du machst hier keinen Wien. Oh, Perlis. Perlis, yay! So, rechts lang. Denn da bin ich mir nicht sicher. Oder muss ich... Ah. So. Und hoch hier. Dankeschön. Nein, Kirby nicht. So. Und hier runter. Ich glaube, da oben war der letzte Schatz, oder? Nee, noch nicht. Falls, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, hier war irgendwo noch ein Schatz. Dün, dün, dün. Yay! Also, ob wir da durchpassen, ne? Aber naja. Hinterfrag bisher niemals die Logik in deinem Nintendo-Spiel, das verwirrt dich nur. Ah! Ja, das war fies. Aber richtig, aber egal. Schaltkreisteppich. Gefällt dir die Vorstellung, in einem Computer zu leben? Dann ist das dein Teppich. Ich will nicht in einem Computer leben, ich will mit einem Computer leben. Also, nicht, dass jetzt ihr falsch versteht, aber nein, ich meine nicht. Ah! Ich bin jetzt nicht so ein Nerd, dass ich mit einem Computer willen tun würde. Stachy. Ah! Oh, Perlis. Yay. Kann ich gebrauchen gerade. Und zwar... Ah! Stachy. Oh, yeah. So. Gulde. Wir haben Gulde. Endlich. Gulde. Gulde. Guldi Roger. Da-da-da-da-da. Ich weiß nicht, woran mich die Musik erinnert. An Mother 3, oder was? Earthbound? Zero? Ich weiß gerade nicht. Und... noch mal ein Perlen-Jackpot rausknüppeln. Und... jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht nach 500 aus. Jawohl. Noch 500 oben drauf. Nice! Hey! Wir bekommen... Blitz? Strom? Irgendwas? Elektrisches? Vielleicht? Wer weiß? Ist das Mensch immer so hoch? Ich weiß es nicht! Ah! Noch 300 Perlen und wir bekommen Radiowellen. Okay, woher solltet ihr das wissen, ne? Es gibt ein Level 4 Spaß von der Erkundung! Ja, da kommen wir gleich dazu hin. Bam. Und... das ist eigentlich ein Fernseher, aber okay. Na gut, Radiowellen empfängt auch ein Fernseher, soweit ich weiß. Ein UFO! Das den Nachthimmel herunter beamt und... ja... war das das Level, das ich meine, dass es war? Nee, das war nicht das Level. Mysteriöses UFO. Es könnte das Level, das ich im letzten Part gemeint habe. Was ich jetzt gemeint habe, da. Wow. Das klingt... nein, doch nicht. Oder? Mysteriöses UFO. Ich glaube, es könnte das Level sein. Egal. Ihr werdet verstehen, sobald ich bei dem Level bin, ne? Ich hoffe, jetzt jeden von euch tut mir leid. Denn für die Leute, die das Spiel nicht... ach, das Level. Das Spiel nicht kennen, das ist... naja... du wirst nicht, wovon ich rede. Und... wir können jetzt... mit heldenhafter Musik, wie ich anmerken möchte... einfach mal... die Schwerelosigkeit einschalten. Also, Schwerelosigkeit. Yeah! Und das Lustige ist jetzt auch, wir können das Gegner nicht mehr durch die Stampfattacke besiegen, da wir halt zu leicht sind. Sprich, wir müssen sie... auf gut bekannte alte Art... umgarnen. Garn, jetzt versteht ihr, umgarnen. nicht? Ja, schade. Und so. Zack! Seht ihr, bisschen zu leicht. Naja, wir sind so oder so leicht, aber egal. Wir finden einen Transmitter. Mit diesem Gerät kannst du mit Außerirdischen reden, falls du sie verstehst. Ja. Ich sprich außerirdisch. Wow, ich falle. Süß. Yay, ich falle. So. Und. Yeah. Stimmt, so kann ich nicht greifen, okay. Ich muss da hoch. Mein Gott, ich liebe die Musik einfach. Die ist so heldenhaft. Yeah. Dum, 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 dum. Und. Strom. Schwerelosigkeit wieder aus. Zack. Yay. Sehr schön, so gefällt mir das so. Und? Ich hab durchgerascht. Gerascht. Und? Jeppa! Achso, das sind... achso! Achso! Ich würde sagen, das sind Zweifel, wie soll ich denn den Sprung schaffen? So, hier kommt auch ein UFO. Danke!
Warum blinken die so? Keine Ahnung. Will ich nicht wissen. Ist mir auch egal. Duck dich, Kirby. So, und runter. Und was können wir natürlich wieder machen? Genau, wir schalten wieder mit Schwerelosigkeit an. Yay. Weil wir es können. Und einen Stern einkassieren. Bronze. Nice. So, ich will das hier hoch. Denn ich glaube, ja. Ja, war lö. Oder auch nicht. Roulette-Scheibe. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube, ich komme da hoch. Wenn ich hier packe und dann... Jawohl. Wow! Jackpot! Aber ich glaube, ich verschwinde nach einer Zeit. Deswegen will ich jetzt alles einsammeln, was wichtig ist. So. Hilfe! Huh. So. Ich glaube, mir hat gerade an der Tür geklopft, aber ich bin mir nicht sicher. Also, naja, egal. Sonst schneide ich es einfach mal raus. Wenn ich auf. Ja. Wenn ich schnell zur Tür gehe. Ich benutze schon einen normalen Begriff im Real Life. Naja, egal. So. Den Pfeil folgen. Oh, das ist cool. Das ist ein cooles Rätsel. Also, Rätsel. So, erstmal hier. Ah. Und nochmal, und jetzt. Und. Ah. So. Okay. Wie macht das? So. Nein, schnell. Gut, geschafft. Hi. Na? Wie geht's? So, bitte schnell ausschalten, damit ich mich wieder normal bewegen kann. Und, hi. Und hier können wir ziehen. Und wir finden Astronautennahrung, Nachbildungen von echten Astronautenessen. Nicht jedermanns Geschmack. Ja, Kirby mag sowieso alles, von daher nicht so schlimm. So, wir müssen das ausschalten, damit wir hier weiterkommen. Denn da waren ja ein paar Blöcke zum Zerbürsten. Bam! Und hier auch. Ich mag die Musik immer noch. Autsch. So. Papa. Oh, wir haben Gold. Und schon zwei Schätze, das ist schon mal sehr gut. Dann ist unser Fail im ersten Level. Bums. Du kommst mal her. So, und... Bitte öffnen, danke. Stachis. Oh, nein. Nicht mit mir, meine Freunde, nicht mit mir. Ich überhüpf sie einfach, weil ich's kann. So, Achtung, Stachi. Und hoch mit dir, Kirby. Hoch mit dir. Alle Kirbys gehen hoch. Da oben ist was, hab ich gesehen. Ah, da oben ist der letzte Schatz. Und hier müssen wir jetzt. Oh, nein! Meine Perle, nein! Oh, ich hab Gold wieder. So. Na, wie war das nochmal mit dem hier? Ah, oh, Mist, ich komme nicht ran. Okay, das ist ein bisschen nervig. Oh, gerade noch so geschafft. Und wir bekommen die CD. Kosmoland. Wir sind so gleich im Kosmoland. Gut zu wissen. Ich liebe diese heldenhafte Musik hier. Naja. Wie gesagt, man kann nicht alles im Leben haben. Habe ich das überhaupt schon mal gesagt, diesen Part? Egal! Man kann nur alles einmal haben! So, erstmal hier Perlen einsammeln. Du kommst mal schnell mit. So, dich legen wir schnell ab. Und ziehen hier an dem hier und fallen runter. Nehmen dich mit und schnell runter. Sehr gut. Und für alles... Wow! Hör, bin ich zu hoch. Alles nur für eine Roulette-Scheibe, hurra. Ja. Ich mag diese Schwerelosigkeit nicht so sehr, von daher... Sorry, aber nee, das ist nervig, ein bisschen. So, und... Noch einmal hoch. Danke! Denn hier oben ist... Schwerelosigkeit aus! Ich mag diese Geräusche. So, und... Wow, verdammt, das ist jetzt ein bisschen zu schnell, geht's mir jetzt ein bisschen. So, Ziel, ne? Yo, bam,
Komm schon, 500! Gib mir Jackpot! Ja, das sieht nach Jackpot aus. Jawohl, 500 Perlen oben drauf. Yay! Hey! Wir bekommen einen Sternenring. Naja, ich sehe darin einen Sternenring. Oder einen Stern, der deinen Namen trägt. So, lapp, lapp, lapp. Yay! Flackerstern. Ich war nah dran. Sternring, Stern. Hey, ich hab deine Level 40 Training ausprobieren. Boom, 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 boom. Oh Gott, er will wieder ein bisschen rumpunchen. Egal. Erstmal die Sternallee aktivieren. Hui. Oh, ist schön. Wow. Und werfen in die Sternallee. ja. Okay, aber ich würde sagen, Leute, das machen wir dann erst im nächsten Part. Dann erforschen wir die Sternallee. Yeah, Kirby. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.